So, weiter geht's. Hier oben in meinem neuen Atelier, mein Bilderboden. Und es gibt schon noch ganz schön viel zu tun. Ich werde jetzt noch einmal mit der Wandfarbe über Decke und Wände gehen, damit alles neu und frisch ist, alles weiß, praktisch ein Neuanfang. Ja, und dann haben wir natürlich richtig zu tun, das alte große Atelier auszuräumen. Ich habe mich in den 12 Jahren dort so eingekramt, auch mit alten Möbeln, die ich ja mag. Aber das kriege ich ja hier überhaupt nicht unter, auch nicht im Haus und auch nicht in anderen Räumlichkeiten, die wir hier haben. Also da werde ich ganz viel verschenken, verkaufen und leider auch ganz viel in den Sperrmüll geben. Also hier muss jetzt dann noch, ich gehe jetzt noch einmal ringsherum und streiche auch die Decke nochmal. Dann kommt hier nur eine Ausgleichmasse rein. Hier hinten, wo ich male, das wird sowieso mit Filz ausgelegt. Und vorne will ich ja so eine kleine gemütliche Kaffeeecke haben zum Chillen. Und da kommt ein Teppich hin, ja, also so viel, ich mache hier gar nicht so viel Theater, das soll ja auch eine Werkstatt sein. Ja, so, also, let's go! Hier oben an den Balken, da möchte ich dann Tageslichtlampen haben und vielleicht hier hinten in der Ecke, wo dann die Tische stehen zum Malen, die möchte ich gerne so ein bisschen U-förmig. Die sind natürlich auch schon so breit. Frauen haben ja so ein bisschen nur eine seltsame Vorstellung, platzmäßig. Ja, es müsste trotzdem klappen, dass ich hier so meine Malecke habe. Hier kommt ein großes Regal hier für meine ganzen Farben. Meine ganzen Bilder, die ich habe auch nur so einen Vorraum, da passt genau das große Atelier aus meinem Lagerraum hin. Da können denn die Bilder reingestapelt werden. Ich werde natürlich vor Weihnachten auch ganz, ganz viel Sonderangebote in meinen Shop stellen. Also es lohnt sich immer mal reinzuschauen bei abstrakte expressive Malerei.com oder .de, ich weiß das gar nicht. Und da in der Rubrik Sonderangebote gucken, da findet man denn das ein oder andere super Schnäppchen, denke ich mal. Und das ist ja auch was Schönes zu Weihnachten. So ein kleines Kunstwerk. So, okay, weiter geht's. Was auch komisch ist und was ich an diesem Raum jetzt schon liebe, das ist der Geruch. Ich hatte früher hier immer diesen speziellen Geruch, der zu mir gehört und zu meinen Bildern, die ich male. Und das hatte ich auch, als ich das Atelier in Magdeburg hatte. Da bin ich auch reingekommen und hatte gleich so ein, ja, so ein heimliches Gefühl, ne? Das war ich. Und dann hatte ich wieder einen speziellen Geruch, als ich hier in Kolbitz das kleine Atelier hatte, wo jetzt die Fußpflege drin ist. Und das war ja vorher ein Blumenladen. Und da bin ich auch reingekommen, da war immer noch der Geruch so nach Erde, nach Pflanzen, nachher gemischt mit meinen Farben. Und da war das auch so, da bin ich reingekommen und war auch irgendwie zu Hause. Und ich hatte in diesem großen Atelier nie einen Geruch. Ganz komisch. Ich hatte wahrscheinlich, weil es so groß war, das sind ja 300 Quadratmeter und haben sich die Gerüche irgendwie verteilt. Sehr hoch, sehr groß. Und ich bin da immer reingekommen und ich habe immer so meinen Geruch vermisst. Ne? Der mich gleich so umhüllt und so eine Geborgenheit gibt. Und das habe ich hier und jetzt schon. Jetzt riecht es. Wer kommt denn da? Na, wer kommt denn da? Komm her. Na, komm her, Moritz. Na, da guckst du, hm?
Riecht es natürlich alles noch so nach feuchtem Holz und nach Farbe und Frische. Und das wird sich dann aber auch vermischen nachher mit dem Geruch von den Linden. Draußen habe ich ja diese großen Lindenbäume direkt vorm Haus und vor meinem Bilderboden dann. Und ja, ich glaube, das wird hier ein toller Geruch. Moritz! Ja, der Leopold, der war ganz traurig, weil er hier nicht hochkommt. Die Katzen schwimmen. Irgendwie hat man den Eindruck, das deckt erstmal überhaupt nicht, weil wenn die Frau drauf kommt, dann drückt sich immer wieder irgendwie das Holz durch. Aber ich habe schon viele Decken gestrichen, auch im Wohnzimmer die ganze Holzdecke. Wenn es trocken ist, dann sieht es dann schon anders aus. Will ich hoffen. Denken, dass ich mich ja von 300 Quadratmetern auf 40 Quadratmeter verkleinere. Und das ist schon sehr viel kleiner. Und deswegen will ich wirklich rigoros aussortieren. Ich habe auch so viel Material, ne? Auch so viel Farbdosen noch. Wo unten vielleicht noch ein bisschen Farbe drin ist, aber ansonsten sind die eingetrocknet. Die habe ich sonst immer aufgeschnitten und die Farbe verwertet. Und einmal im Monat kommt ja hier das, wie nennt sich das? Dieses Auto, was dann Farben und Lacke und so ein Zeug abholt. Und da werde ich auch aussortieren, ja, weil ja, ich möchte eigentlich auch so ein bisschen mit neuem Material hier anfangen. Also ich werde neue Farben bestellen, neue Pinsel. Ich werde natürlich nicht alles wegschmeißen, das wäre ja Quatsch. Ja? Nicht, dass das jetzt heißt, ja, die haut da gutes Zeug weg. Also wirklich so halb eingetrocknetes und Pinsel, wo ich habe so eine, wirklich eine Pinselsammlung, bestimmt von 50 Pinseln, die alle hart sind, die mir irgendwann mal eingetrocknet sind, ja, weil ich sie nicht ausgewaschen habe. Und da habe ich immer gedacht, ach, irgendwann stellst du die mal in Essigwasser. Hatte ich im Internet mal so ein Video gesehen, dass das ganz gut funktioniert. Also richtig in Essigwasser auskochen, aber eigentlich, ja, dann lösen sich, glaube ich, auch nur letztendlich die Pinselhaare. Und also sowas werde ich auch alles wegschmeißen. Ja, das ist jetzt einmal so ein Cut, ne, wo, ja, so ein Neubeginn, ja, da will man sich auch nicht so mit altem Zeug belasten. Ja, ich glaube, für so einen Neuanfang ist es wichtig, sich von Dingen, die Ballast sind, zu trennen. Genau. So. Hallo Max, hallo Max, hier fein, hier fein.